Die Weltsteuerordnung steht vor einer paradigmatischen Reform. Warum? Die OECD hat im Herbst das sogenannte Zwei-Säulen-Konzept verabschiedet. Dieses stellt eigentlich alle Unternehmen vor enorme Herausforderungen. Was ist das Zwei-Säulen-Konzept? Zum einen, die Säule 1 oder auch Pillar 1 beinhaltet eine Reallokation von Besteuerungsrechten, und zwar weg von dem Staat, wo die Konzernspitze sitzt, zu sogenannten Marktstaaten. Da von Pillar 1 nur Unternehmen betroffen sind mit einem Umsatz weltweit von mehr wie 20 Milliarden Euro und auch einer Profitabilität von mehr wie 10%, gehen wir davon aus, dass in Deutschland hier von maximal 10 bis 20 Unternehmen tatsächlich betroffen sind. Ganz anders sieht es aus bei Pillar 2, der Säule 2, der sogenannten globalen Mindestbesteuerung in Höhe von 15%. Diese findet Anwendung auf global agierende Unternehmen mit einem Umsatz von mehr wie 750 Millionen Euro. Das heißt, parallel zu der Anwendung der Country-by-Country-Reporting-Verpflichtung. Dies betrifft natürlich eine große Anzahl von Unternehmen in Deutschland. Was bedeutet jetzt Pillar 2? Das Herzstück ist die sogenannte Income Inclusion Rule. Die Income Inclusion Rule führt dazu, jetzt mal ganz kurz gesprochen, dass steuerpflichtiges Einkommen von Tochtergesellschaften in einem Land, das bisher nicht der globalen Mindestbesteuerung von 15% unterliegt, auf Ebene der Konzernspitze nachversteuert wird. Wie erfolgt das? Es wird auf Basis der IFRS-Daten pro Land ermittelt, inwieweit die dort ansässigen Tochtergesellschaften einer Besteuerung unterliegen, indem eben zum einen die IFRS-Daten angepasst werden durch bestimmte Hinzurechnungen, Kürzungen, wie von der OECD vorgegeben, und diesem sogenannten dann angepassten steuerpflichtigen Einkommen die tatsächliche in diesem Land gezahlte Steuer gegenübergestellt wird. Ist dann dieser Steuersatz unter den 15%, erfolgt eine Nachversteuerung auf Ebene der Konzernspitze, für unsere deutschen Konzerne also hier in Deutschland, und diese Nachversteuerung nennt sich dann Top-Up-Tax. Dies soll sehr schnell erfolgen, nämlich zum 01.01.2023. In diesen Tagen wird die OECD die sogenannten Global Rules veröffentlichen. Man spricht hier so von 50 bis 60 Seiten gesetzliches Regelwerk, in dem alle Pillar 2 Regelungen abgedeckt werden sollen. Ebenfalls sehr schnell wird die EU, nämlich noch vor Weihnachten, eine Richtlinie hierzu verabschieden. Auf dieser Basis werden dann die Staaten die Regelungen zu Pillar 2 in ihr nationales Recht implementieren. Auch die Unternehmen werden hier vor enorme Herausforderungen gestellt. Schließlich müssen diese dann zu Beginn des Jahres 2023 bereit sein und ihre gesamten Pillar 2 Compliance-Prozesse aufgebaut und umgesetzt haben, damit sie dann den entsprechenden Anforderungen aus Pillar 2 Genüge tun können. Die WTS-Gruppe hat ein Tool entwickelt, das auf Basis ihrer Country-by-Country-Reporting-Daten einen ersten Einblick gewährt, welche Gesellschaften und auch in welcher Höhe sie eventuell von Pillar 2 betroffen sind. Sprechen Sie uns hierzu gerne an.